Dieses Ding lässt bei mir alle Alarmglocken läuten. Nun, ist es klug, dem besitzergreifenden schwarzen Rauch durch die ganze Akademie zu folgen? Du bist der Zauberer, du musst sowas doch wissen. Ein besessenes Seil. Lasst es uns zerreißen! Moment mal, das muss ich falsch. Amadeus, Pontius und Soria konnten ihr Heldendasein also nicht an den Nagel hängen. Statt ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt. Du bist der Zauberer, du musst sowas doch wissen. Besessenes Sein. Zerreißen! Welches ist das hier? Das Artefakt des Körpers. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Das dritte Artefakt der Macht war in der letzten Kammer. Dunkle Energien bewegten sich darin und dann explodierte es. Ich bin frei!
Endlich treffe ich euch persönlich. Ich bin Sarek der Todlose. Danke, dass ihr mich aus diesem lächerlichen Gefängnis befreit habt. 1000 Jahre war ich gefangen. Tja. Moment. Du warst all die Jahre im Artefakt der Seele und hast uns geholfen? Nur ein Teil von mir. Du verwechselst mich mit meiner Wächterin, deren gequälter Schrei ertönte, als ihr Machtgefäß zerstört wurde. Aber ihr drei habt das wirklich gut gemacht und sie ein für alle Mal entsorgt. Nein, das haben wir nicht. Ah, haha, ihr habt mit Kräften gespielt, die euren Verstand übersteigen. Ihr wolltet sie loswerden, frei sein. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung. Nichts zerstört eine Seele mehr als der gute alte Verrat. Leider muss ich jetzt los und einen schönen Körper für mich suchen. Hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Sucht in der Bibliothek nach den Chroniken des Wächters. Unser kleines Stück vom Artefakt hat gesprochen. Es lebt. Und es will, dass wir in die Bibliothek gehen? Gibt es sonst noch etwas, Fräulein Artefakt? Doch die Stimme aus dem Splitter blieb stumm. Thank you.
Außen glänzt irgendwas. Die anderen Splitter des Trine. Und sie sind über das ganze Land verstreut. Der nächste scheint im Rotholzwald zu sein. Sollten wir ihn nicht holen? Wir sollten auf die Stimme hören und in die Bibliothek gehen. Über das Artefakt der Seele. Alte Zwergenrunen beschreiben die Artefakte als Zerek für den Geist, Rehuna für den Körper und Ketrine für die Seele, obgleich diese Worte in keiner der Zwergensprachen bekannt sind. Wir müssen also davon ausgehen, dass sie älter sind und in die Zeit der Entstehung der drei Artefakte der Macht zurückreichen. Das Artefakt der Seele reagiert auf den Namen Ketrine oder nur Trine. Es schimmert und schwebt, als hätte es tatsächlich eine Seele. Yeah!
denke, wir müssen ein paar Seiten zurückblättern. Amadeus, Pontius und Soria konnten ihr Heldendasein also nicht an den Nagel hängen. Statt ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Explodierte es. Leuchtet normalerweise nicht. Irgendwas ist da faul. Also, wir nehmen diesen alten Schinken und braten Zarek damit eins über? Es heißt, die Feder sei mächtiger als das Schwert. Aha. Mal sehen, ob wir darin etwas finden.